Kapitel 25. Buratino gerät zum ersten Mal im Leben in Verzweiflung, aber alles endet glücklich. So dumm der Hahn auch sein mochte, er beruhigte sich, verlangsamte seine Schritte und sperrte den Schnabel auf. Buratino ließ endlich die völlig zerknitterten Schwanzfedern fahren. »Kehr zu deinen Hühnern zurück, General!« Und er ging allein in der Richtung weiter, in der durch das Laubwerk der Schwanensee hell hindurchschimmerte. Da war auch die alte Föhre am steinigen Hang, da war auch der Eingang zur Höhle. Rings lagen zerbrochene Zweige verstreut. Das Gras zeigte Radspuren. Buratino blieb das Herz vor Schreck fast stehen, dann schlug es ihm vor Aufregung bis zum Halse. Er torkelte den Abhang hinunter und warf sich zwischen die knorrigen Wurzeln der Föhre. Die Höhle war leer. Weit und breit keine Malvina, kein Pierrot, kein Artemon. Zwei weiße Läppchen lagen noch da, es waren die abgerissenen Ärmel von Pierrots Gewand. Irgendwer musste die Freunde überlistet haben. Sie waren verdorben, gestorben. Buratino bohrte die Nase tief in den Sand. Erst jetzt empfand und begriff er, wie teuer die Freunde seinem Herzen waren. Mochte sich Malvina erzieherisch betätigen, mochte Pierrot tausendmal hintereinander das gleiche Gedicht aufsagen, Buratino hätte sogar das goldene Schlüsselchen hergegeben, um seine Freunde wiedersehen zu dürfen. Dicht neben seinem Kopf wuchs geräuschlos ein Häufchen lockerer Erde empor und ein Maulwurf mit Sammetfell und rosafarbenen Handflächen kroch ans Licht. Er nieste dreimal in hohen Tönen und sagte, »Ich bin zwar blind, aber ich höre vorzüglich. Hier ist ein Wägelchen vorgefahren und es wurde von zwei Schafen gezogen. In der Kutsche saß Fuchs, der Bürgermeister der Stadt der Einfältigen, und mit ihm waren einige Häscher. Der Bürgermeister befahl, »Verhaftet die Halunken, die meine besten Polizisten, als sie ihre Pflichttaten so übel zurichteten. Greift sie!« Die Häscher antworteten, »Jawohl!« Sie drangen in die Höhle ein und darinnen erhob sich ein furchtbarer Lärm. Deine Freunde wurden gefesselt und mit dem Gepäck zusammen in den Wagen geworfen. Dann fuhr man ab. Was half es nun, da zu liegen und die Nasenspitze in die Erde zu bohren? Buratino sprang auf und lief der Wagenspur nach. Sie führte ihn um den See herum und über eine saftige Wiese. Er ging und ging und hatte keine Ahnung, was er machen sollte. Er wusste nur, dass die Gefährten gerettet werden mussten. Das war alles. So gelangte er bis zu dem steilen Abhang, den er in der Nacht bis ins Klettengebüsch hinuntergetrudelt war. Ihm zu Füßen lag der schmutzige Teich, in dem die Schildkröte Tortilla wohnte. Auf der Straße, die am Teich vorbeiführte, schaukelte eine Kutsche. Sie wurde von zwei knochendürren Schafen mit zerzaustem Fell gezogen. Auf dem Bock saß ein feister Kater mit aufgepusteten Backen und einer goldenen Brille. Er diente dem Bürgermeister als Zuträger geheimer Nachrichten. Er pflegte ihm alles Mögliche ins Ohr zu flüstern. Hinter ihm saß die Hauptperson, Herr Fuchs, der Bürgermeister. Auf dem Gepäck waren auch Malvina, Pierrot und Artemon verstaut. Der Letztere über und über verbunden. Seine Schwanzquaste, sonst immer sauber gekämmt, schleifte im Staube der Landstraße hinterher. Als Bewachung schritten hinter dem Wagen zwei Dobermänner, denen man es von Weitem ansah, dass sie gefährliche Häscher waren. Und in der Tat, plötzlich hoben die beiden Gesellen ihre Hundeschnauzen in die Luft, als witterten sie etwas und erblickten auf der Anhöhe Buratino. Nicht faul kletterten sie in Sprüngen den steilen Hang hinauf. Für Buratino gab es kein Versteck und keine Flucht. Er zog den Kopf ein, bedeckte ihn mit den Händen, schützte das Gesicht mit den Armen und ließ sich an der abschüssigsten Stelle hinunterkullern, dort nämlich, wo am Fuße des Berges der verwunschene, mit Entengrütze überzogene Teich lag. Der Abhang war hier so steil, dass Buratino einfach durch die Luft flog. Er wäre mitten in den Teich hineingeplumpst und hätte mit Hilfe Tante Tortillas gefunden, wenn sich nicht in diesem Augenblick ein heftiger Windstoß aufgemacht hätte. Der Wind ergriff den federleichten Buratino, drehte und wirbelte ihn herum wie einen Korkenzieher, schoss ihn dann wie einen Ball zur Seite und siehe da, Buratino segelte davon und landete mitten auf dem Wägelchen auf dem Kopfe des Bürgermeisters Fuchs. Der fette Kater mit der goldenen Brille kippte vor Schreck vom Bock. Und da er feige und hinterlistig war, stellte er sich an, als sei er in Ohnmacht gefallen. Auch der Bürgermeister war ein Angsthase. Er tat einen Satz zur Seite, krabbelte verzweifelt den Abhang hinauf und verkroch sich in einer Dachshöhle.
Das bekam ihn schlecht, denn die Dachse gehen mit solch ungebetenen Gästen unsanft um. Die Schafe gingen mit dem Wagen durch, der Wagen schleuderte und schlug um, Malvina, Pierrot und Artemon sausten zusammen mit ihren Bündeln in die Kletten. Das alles trug sich mit einer solchen Geschwindigkeit zu, dass ihr, liebe Leser, inzwischen nicht die Zeit gefunden haben würdet, die Finger an einer Hand abzuzählen. Die Dobermänner jagten in großen Sprüngen den Abhang wieder hinunter. Als sie zu dem umgestürzten Wagen kamen, fanden sie den feisten Kater in Ohnmacht liegend. Ebenso entdeckten sie die im Klettenbusch hängenden hölzernen Menschlein und den verbundenen Pudel. Aber von Fuchs, dem Bürgermeister, war nirgends etwas zu sehen. Wie vom Erdboden verschwunden, wie von der Hölle verschluckt, war derjenige, den sie zu beschützen, für dessen Leben und Gesundheit sie einzustehen hatten. Der eine von ihnen warf den Kopf zurück und heulte so recht verzweifelt auf. Der andere folgte seinem Beispiel und es gab ein schauerliches Konzert. Au, au, au. Dann ermahnten sich die Dobermänner und machten sich auf die Suche. Während sie schnuppernd umherliefen, packte sie ab und zu eine grauenvolle Angst und sie blieben stehen, um wieder in Geheul auszubrechen. Ihnen schwante nichts Gutes. Sie ahnten, dass man sie mit Peitschen züchtigen und ins Gefängnis werfen würde. Schließlich wedelten sie unterwürfig mit den Schwänzen und trotteten davon zur Stadt. Sie waren zu dem Entschluss gekommen, ihren Kollegen von der Polizei einen Bären aufzubinden. Sie wollten einfach ein Märchen zum Besten geben und erzählen, der Bürgermeister habe sich gen Himmel geschwungen. Inzwischen hatte Buratino vorsichtig seine Glieder abgetastet. Arm und Beine waren heil. Er schlich zum Klettengebüsch und befreite Malvina und Pierrot von ihren Fesseln. Malvina sagte nichts, aber sie fiel Buratino um den Hals und wollte ihm einen Kuss geben. Das gelang ihr jedoch nicht, weil seine lange Nase ihr im Wege stand. Pierrots Ärmel waren bis zu den Ellenbogen abgerissen und von seinen Wangen war der weiße Puder abgefallen. Es stellte sich heraus, dass er ganz gewöhnliche Backen hatte, nämlich rote, trotz seiner Vorliebe für Gedichte. »Ich habe mich nicht schlecht gewehrt«, sagte er mit rauer Stimme. »Wenn Sie mir nicht ein Bein gestellt hätten, Sie würden mich nie überwältigt haben.« Malvina bezeugte es. »Er hat wie ein Löwe gekämpft.« Sie fiel auch Pierrot um den Hals und küsste ihn auf beide Wangen. »Genug, genug der Zärtlichkeit«, unterbrach sie Buratino. »Wir wollen lieber machen, dass wir von hier fortkommen. Artemon, ziehen wir am Schwanz.« Sie ergriffen den unglücklichen Pudel alle drei am Schwanz und zerrten ihn den Abhang hinauf. »Lasst mich doch los, ich will selber gehen, das ist ehrenrührig«, stöhnte der Pudel und zuckte mit den verbundenen Pfoten. »Nein, du bist zu schwach.« Aber kaum hatten sie den Berg zur Hälfte erklommen, als auf dessen Gipfel niemand anderes erschien als Carabas Barabas, begleitet von Durma. Die Füchsin Alice zeigte mit der Pfote auf die Flüchtlinge, der Kater Basilio fauchte ekelerregend mit gesträubtem Schnurrbart. »Ha, ha, ha! Das ist nicht übel«, lachte Carabas Barabas. »Das goldene Schlüsselchen läuft mir in den Weg.« Buratino überlegte fieberhaft, wie er dieses neue Unheil abwenden könne. Pierrot zog Malvina zu sich heran und war fest entschlossen, sein Leben teuer zu verkaufen. Diesmal bestand keine Hoffnung auf Rettung. Am Rande des Abhangs stehend kicherte Durma. »Den kranken Pudel geben Sie mir, Signor Carabas Barabas. Ich werde ihn im Teich den Blutegeln vorwerfen, damit sie recht fett werden.« Der dicke Carabas Barabas war zu träge, den Abhang hinunterzusteigen. Er winkte den Flüchtlingen mit dem Finger, der einem Würstchen ähnlich sah. »Kommt her zu mir, kommt her, meine Kinderchen!« »Rührt euch nicht von der Stelle«, befahl Buratino. »Wenn wir sterben müssen, dann wollen wir fröhlich sterben. Pierrot, sag die abscheulichsten Verse auf, die du auf Lager hast. Und du, Malvina, lach aus vollem Halse!« Trotz ihrer kleinen Fehler war Malvina ein guter Kamerad. Sie wischte die Tränen ab und fing in einer Weise an zu lachen, die für diejenigen, die oben auf dem Hügel standen, sehr beleidigend war. Pierrot schmiedete gleich ein paar Verse und trug sie herausfordernd mit unangenehm klingender Stimme vor. »Man sagt, die Füchsin hieße beim Bettlervolk Alice, der Kater darf nicht fehlen beim Betteln und beim Stehlen. Herr Durma, der Tropf, hat einen Meuchelkopf. Carabas, dein Grimm, erscheint uns nicht so schlimm.« Gleichzeitig verrenkte Buratino die Glieder wie ein Hampelmann und schnitt verächtliche Grimassen. Auch mit Worten reizte er seinen Feind und schrie, »Hör mal, du da oben, du Puppenkönig, du altes Bierfass!
Du mit lauter Dummheit vollgestopfter Sack, komm doch herunter, komm doch her zu uns, ich will dir auf deinen zerfledderten Bart spucken. Als Antwort erhob Karabas Barabas ein furchtbares Gebrüll und Durma streckte die knochigen Hände zum Himmel. Die Füchsin Alice setzte ein schiefes Lächeln auf und erkundigte sich, ob sie den unverschämten Marionetten den Hals umdrehen dürfe. Es schien, dass in einer Minute alles zu Ende sein werde. Plötzlich schossen Uferschwalben herbei. Man hörte Pfeifen und Geschrei. Hier, hier, hier! Dicht über Karabas Barabas kreisten die Schwalben. Es waren ihrer wohl an die 40 und zwitscherten laut Flink, flink! Den Gipfel des Hügels betrat in diesem Augenblick der alte Papa Carlo. Die Ärmel hatte er aufgekrempelt, in der Hand hielt er einen Knüppel. Seine Stirn lag in Zornesfalten. Er stieß Karabas Barabas mit der Schulter, Durma mit dem Ellbogen beiseite, zog der Füchsin eins mit dem Knüppel übers Kreuz und half dem Kater mit einem Fußtritt auf die Sprünge. Hiernach beugte er sich vor, lugte in die Schlucht hinunter, erblickte die hölzernen Menschlein und rief erneut, »Buratino, mein Sohn, du lebst und du bist gesund! Komm schnell zu mir herauf, du kleiner Schelm!«